Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute soll es um das Thema gehen, endlich ins Handeln kommen. Weil wir haben ja oftmals das Problem, ja, wir wissen, wir müssen mehr Sport machen. Ja, wir wissen, wir wollen eigentlich mehr lesen. Ja, wir wissen, wir wollen vielleicht eine neue Sprache lernen. Und wir haben vielleicht auch schon alle Bücher gekauft oder ein neues Sportgerät gekauft oder was auch immer da dazu zählt. Und dann geht's halt nicht los. Und das Problem hatte ich jetzt selber auch, deswegen wollte ich das so gerne nochmal aufgreifen, weil nach Vinns Geburt hatte ich ja so eine geile Sportroutine und habe auch regelmäßig Sport gemacht, bis ich dann mit Svea schwanger wurde und aufgrund von da Schwierigkeiten halt keinen Sport mehr machen konnte oder nicht mehr in der Form. Und nach ihrer Geburt kam ich dann überhaupt nicht mehr rein. Die Zeit mit Svea war unglaublich schwierig, ich hatte keine Zeit, keine Ruhe für Sport. Und dann kam das mit meiner Schilddrüsenunterfunktion, wo ich jetzt halt auch wirklich viel Gewicht mit mir rumschleppe und da Sport nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Also ich habe versucht, so meine Sachen von früher zu machen, habe gemerkt, ey, das bereitet mir so große Schmerzen, ich kann das gar nicht machen mit diesem zusätzlichen Gewicht, was ich mit mir rumtrage. Ich wusste aber, ich muss Sport machen, um das einfach zu unterstützen. Auch weil ich weiß, dass Sport mir dazu beiträgt, dass ich mich einfach besser fühle. Und ich kam einfach nicht mehr rein. Und deswegen habe ich das gemacht, was ich immer mache. Wenn ich weiß, du musst das machen, du willst das machen und ich komme nicht rein, dann setze ich mir eine 30-Tage-Challenge. Das habe ich mit dem Meditieren so gemacht, das habe ich mit dem Yoga so gemacht und das mache ich jetzt auch wieder mit dem Sport. Ich habe sowas schon oft gemacht. Dann ziehe ich das 30 Tage am Stück durch und dann ist man da so drin, dann ist das zu einer Gewohnheit geworden. Mein Video zu den Gewohnheiten verlinke ich euch hier auch gerne nochmal. Und dann ist das nicht mehr so diese Überwindung. Dann geht man halt, dann reduziert man das so ein bisschen. Also mein Plan ist dann so dreimal die Woche dann noch Sport zu machen. Und deswegen habe ich mir jetzt von meiner Mama so ein Programm ausgeliehen. Da hast du 3 Level und jedes Level machst du 20 Tage. Da sind auch Erholungstage dabei. Das heißt, ich mache also nicht wirklich 7 Tage die Woche Sport. Da sind auch Erholungstage dabei, da sind Cardio-Tage dabei. Und, aber dass ich halt wirklich so einen Plan habe, an den ich mich halten muss. Und ich mache früh morgens Sport. Das hatte ich mir schon mal so vorgenommen und dann kamen halt unglaublich viele To-Dos für die Arbeit, die ich erledigen musste. Und dann war Sport immer so das Erste, was ich gestrichen habe, weil ich dachte, okay, das musst du nicht unbedingt machen, damit du das andere alles schaffst. Ist aber die falsche Herangehensweise. Deswegen sieht es bei mir jetzt aktuell so aus, ich bringe die Kinder früh weg. Da schaffe ich es meistens nicht vor, gefrühstückt zu haben. Das heißt, ich esse dann ein leichtes Frühstück und dann stelle ich mich hier vor meinen Fernseher und mache dieses halbstündige Programm, was halt an dem Tag gerade ansteht. Dann gehe ich duschen, dann schminke ich mich und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Ist natürlich, also ich dann am Schreibtisch sitze, so fix und fertig ist es meistens 10 Uhr. Das wird eine Umgewöhnung sein, weil mir da natürlich Zeit fehlt, die ich irgendwo anders wieder rausarbeiten muss. Aber ich weiß, ich brauche diesen Sport unbedingt. Und es ist halt gut, dann ist es am Anfang des Tages, dann kann ich das nicht mehr verschieben. Ich mache das dann und ab 10 setze ich mir dann Termine für die Arbeit, weil abends, ich kenne das, abends hat man dann, man ist müde, man ist kaputt, dann hat man doch wieder Kopfschmerzen bekommen, dann kommt noch irgendwas dazwischen, die Kinder schlafen nicht. Und deswegen, ich habe die Möglichkeit, das frühst zu machen und das ist gerade mein ins Handeln kommen. Deswegen, ich kann euch immer solche 30-Tage-Challenges empfehlen. Es gibt da super viel im Internet, ich habe mir aber auch schon ganz oft einfach eigene Challenges gesetzt, wo ich sage, ich mache diese neue Gewohnheit oder was auch immer ich da gerade tun möchte. Oder wenn ihr ein Buch schreiben wollt oder euch selbstständig machen wollt, nehmt euch einen Monat und zieht jeden Tag durch. Macht jeden Tag ein kleines bisschen dahin. Wenn ihr jetzt ein Buch schreiben wollt, schreibt jeden Tag 10 Minuten. Aber ihr macht es, es wird zu einer Gewohnheit. Und dann schaut ihr, dass ihr es so 3-4 Mal die Woche in euren Alltag einbaut. Aber dann ist man so drin und dann hat man auch schon was geschafft. Man hat Resultate erzielt, man sieht ein Ergebnis und dann möchte man auch weitermachen. Deswegen, weil es halt gerade so aktuell bei mir war, wenn ihr nicht wisst, wie ihr ins Handeln kommen sollt, setzt euch so eine 30-Tage-Challenge. Zieht einfach mal 30 Tage durch und dann flutscht das quasi wie von alleine. Ist meine Erfahrung, wie gesagt, ich habe das mit Meditation, mit Yoga so gemacht. Lief 1A, kann ich immer wieder empfehlen. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was so die eine Sache ist, wo ihr nicht ins Handeln kommt. Und vielleicht finden sich so ein paar Grüppchen, dass einige sagen, hey, ich wollte auch mal wieder mit Sport anfangen. Dann können wir uns vielleicht so ein bisschen gegenseitig motivieren. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss!